Nächster Redner ist der Abgeordnete Dr. Wilken, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, ich vermute, dass mir dieses Vergnügen heute das letzte Mal ist, die so titulieren zu dürfen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf Antrag der FDP werfen wir heute einen Blick in die Abgründe des hessischen Regierungs- und Verwaltungshandelns. Und ich will versuchen, das ohne Schimpfe zu machen, aber es fällt einem schwer. Die Bürgerinnen und Bürger Hessens, wenn sie in der Zeitung lesen, und das lesen sie in der Zeitung, sind zu Recht fassungslos, wenn die Kosten für die Einführung der elektronischen Akte explodieren. Ursprünglich waren es 37 Millionen Euro vorgesehen, zwischenzeitlich sind es 168 Millionen Euro. Das ist eine prozentuale Steigerung von 354%. Und der Hinweis von Ihnen, Frau Förster-Hellmann, gerade, das war doch nur eine Grobkalkulation zu Beginn, macht das nicht wirklich besser, dass ich ein solches Projekt mit einer Grobkalkulation beginne. Ich will auch, um in einem breiteren Zuhörerinnenkreis vielleicht besser verständlich zu sein, als wir das im Rechtsausschuss intern beredet haben, das mal konsequent von der Frage des Projektmanagements her betrachten, worüber wir hier reden. Vorher will ich aber doch noch einmal sagen, angesichts einer solchen derartigen Kostenexplosion weiß ich nicht, woher Sie die Zuversicht nehmen, zu sagen, das kriegen wir schon alles hin. Jetzt macht euch mal locker, der Scheiterhaufen sieht gerade böse aus, aber das kriegen wir schon hin. Da muss man schon eine ordentliche Portion Zuversicht haben. Ich bleibe skeptisch, und ich finde, diese Skepsis ist auch angebracht, denn die Ministerin kann bis heute eben keinen klaren Plan vorlegen, wie es mit dem E-Justice-Programm weitergeht, nachdem der Hessische Rechnungshof den bisherigen Ablauf in allen Einzelheiten gerügt hat. Wie konnte es dazu kommen? Grund für die enorme Kostenexplosion sind mangelnde Planung und fehlende Koordination. Ich gebe Ihnen doch vollkommen recht, das ist ein Mammutprojekt. Vollkommen klar. Und Sie haben auch vollkommen recht, dass das aufgrund einer Bundesgesetzgebung zu geschehen hat. Was wir kritisieren, ist, wie dieses Mammutprojekt angegangen worden ist. Und da fällt als Erstes auf, es gab zu Beginn zum Beispiel keine zentral gesteuerte Anforderungsanalyse der tatsächlichen Bedarfe bei Gericht. Na klar, wenn ich die Anforderungen zu Beginn nicht erhebe, dann lässt sich munter projektieren. Das ist schon richtig. Aber ob das irgendwas mit der Realität zu tun hat, kann ich in der Projektkoordination noch nicht mehr nachvollziehen. Angesichts einer solchen Projektmissmanagements sind die von meinen Vorrednern schon angesprochenen eher peinlichen Aktionen der Justizministerin, dann die Schuld zum Beispiel mal nach Nordrhein-Westfalen zu schieben, eher vernachlässigbar. Das sind dann schon fast wieder Petitessen. Trotzdem, und das ist auch schon gesagt, die Antwort kam postwendend, nicht nur aus NRW, aber ganz klar, Hessen ist schlicht zu unorganisiert und zu langsam. Mal ein Detailblick zur Illustration. Die eine oder andere von uns erinnern sich sicher noch an die Geschichten aus Schilder mit den sogenannten Schildbürgerstreichen. Mir fallen diese Geschichten ein, wenn wir jetzt aktuell aus den Gerichten hören, ja, alle Vorgänge müssen bei den hessischen Gerichten seit Beginn dieses Jahres elektronisch eingereicht werden.
Diese können jedoch nicht digital weiterverarbeitet werden. Das heißt, sie werden als erstes ausgedruckt und werden zu einer papierenden Akte. Das ist alles schon angesprochen. Sie haben Gerichte zu Copyshops gemacht, weil sie ausdrucken müssen, was dort eingeliefert wird. Und eine Facette, die meine Vorredner noch nicht beleuchtet haben. Das alles geschieht auf dem Rücken der Beschäftigten. Und ja, meine Damen und Herren, die darauf hingewiesen haben, dass dieser Medienbruch auch bundesgesetzlich vorgesehen war. Aber das heißt doch nicht, a, dass ich die Fristen so ausreizen muss, dass das ein möglichst langer Zeitpunkt ist, und b, muss ich im Projektmanagement Personal dafür vorsehen, dass diesen Medienbruch auch bewältigen kann. Das ist gutes Projektmanagement, und da ist Hessen meilenweit von entfernt. Eine weitere Facette, die für alle, die mal in Großprojekten gearbeitet haben, wesentlich ist, nämlich die Kundenzufriedenheit, die Akzeptanz der dann veränderten Prozesse. Wenn Rückmeldungen von Kunden, in diesem Fall also den Gerichten hier in Hessen, wenn Rückmeldungen von Kunden ins Leere laufen, nicht aufgenommen werden, eben nicht berücksichtigt wird, was die Betroffenen wirklich haben wollen. Und das ist so geschehen, haben wir erfahren hier in Hessen. Dann stelle ich die Akzeptanz des gesamten Projektes infrage, weil ich nicht mehr kundenorientiert arbeite. Und vor allen Dingen, das nächste Mal bekomme ich schon gar keine Fehlermeldung mehr vom Kunden, weil ist ja eh sinnlos. Und das heißt, das Produkt wird immer schlechter und immer weniger sachgerecht. Das ist schlechtes Projektmanagement. Ich fasse zusammen. Es gibt keine zentrale Steuerung der Prozesse für die hessische Justiz. Ein Gesamtüberblick an einer zentralen Stelle über alle beschriebenen Prozesse und ein einheitlicher Standard fehlen. Dieser Mangel ist eine wesentliche Ursache für die zeitliche Verzögerung und die Kostensteigerung des Projekts. Politisch verantwortlich dafür ist die Justizministerin. Für zukünftige ähnliche IT-Projekte ist allerdings aus diesen eklatanten Fehlern einiges zu lernen. Es muss zu Beginn eine Anforderungsanalyse der tatsächlichen Bedarfe geben. Es muss eine zentrale Steuerung der Prozesse geben. Die Beteiligten müssen von Beginn an und durchgehend einbezogen werden, um die Akzeptanz zu erhöhen. All dies ist hier nicht geschehen. Ich kann nur sagen, so nicht, Frau Ministerin. Vielen Dank, Herr Dr. Wilken. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will vorweg bemerken, ich bin schon ziemlich erstaunt darüber, das haben die Kollegin Förster-Heldmann und der Kollege Heinz ja eben auch schon gesagt, dass Frau Schardt-Sauer und Herr Kummer alles durcheinander geworfen haben, was man durcheinander werfen konnte, obwohl seit 2019 dringliche Berichtsanträge von FDP und SPD und kleine Anfragen mit über 55 Seiten zuletzt beantwortet worden sind in öffentlicher Sitzung. Und man hat den Eindruck, dass trotz dieser Antworten alles durcheinander geht. Das kann ich Herrn Dr. Wilken nicht vorwerfen, der das letzte Mal nicht dabei war. Und ich kann das auch nicht von der AfD Herrn Schulz vorwerfen, den ich eigentlich, glaube ich, noch nie im Rechtsausschuss gesehen habe, wenn jedenfalls dann nicht beim elektronischen Rechtsverkehr. Also, die Digitalisierung der Justiz ist ein riesiges Projekt mit höchster Priorität. Und die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, Justizdienstleistungen bürgernah, serviceorientiert und digital zu erhalten. Das ist der Anspruch unserer, dem wir auch gerecht werden. Und Hessen befindet sich innerhalb der Bundesländer im oberen Drittel. Das wollen Sie nicht hören, aber das ist auch Fakt. Was Sie hier zum Teil erzählt haben, entbehrt jeglicher Grundlage.
im oberen Drittel, was die Umsetzung der Digitalisierung und die E-Akte angeht. Denn Digitalisierung ist nicht gleich E-Akte. Und wir sind mitnichten Schlusslicht, wie die Opposition behauptet. Bis heute haben wir alle gesetzlichen Fristen erfüllt, und das streben wir auch weiterhin an. Zu jedem Zeitpunkt der Pandemie war die Justiz handlungsfähig und hat den Betrieb aufrechterhalten. Sie stand den Bürgerinnen und Bürgern durchgängig zur Verfügung und war Garant für ihre Sicherheit und Freiheit. Der Rechtsstaat war auch in der Pandemie stark und hat funktioniert. Hauptanteil an diesem Erfolg hatten die Bediensteten der Justiz, die in sämtlichen Bereichen Höchstleistung erbracht haben. Und daher gilt mein besonderer Dank und meine größte Hochachtung allen Bediensteten der hessischen Justiz für diesen großartigen Einsatz. Dieses Ergebnis wäre ohne eine bereits fortgeschrittene Digitalisierung der Justiz gar nicht möglich gewesen. Und jetzt werde ich die Punkte nennen, die neben der E-Akte zur Digitalisierung der Justiz gehören. Und da will ich erwähnen, dass die Richterinnen und Richter in der Pandemie häufiger als jemals zuvor per Video die Verhandlungen durchgeführt haben. Wir haben eine flächendeckende Ausstattung mit Laptops. Wir haben Videokonferenzanlagen, 7.000 Skype-Lizenzen zur Verfügung gestellt, zudem Kapazitäten von Hessen Access, Zugängen für mobiles Arbeiten 9.300. 99% der Richterinnen und Richter verfügen über Laptop-Ausstattung, und Videoverhandlungen werden durchgeführt bei den Gerichten mit 80 professionellen Ausstattungen für Videoverhandlungen und weitere stationäre Videokonferenzanlagen. Die Ausbildung der Referendare ist so lückenlos in der Pandemie gelaufen, dass alle Examenstermine stattgefunden haben. Keiner ist ausgefallen. Die Juristenausbildung digitalisiert worden ist, Dienstlaptops angeboten werden und Online-Unterricht. Das elektronische Staatsexamen, würde ich mal zuhören, steht vor der Tür, und das gehört auch dazu. Wenn wir schon über Digitalisierung reden, will ich den Vollzug nicht außen vor lassen. Mittlerweile bieten alle hessischen Justizvollzugsanstalten Videotelefonie für Gefangene als wichtige Alternative zu Präsenzbesuchen an. Auch das gehört zur Digitalisierung der Justiz. So, und jetzt will ich mal sagen an dieser Stelle, das, was ich eben genannt habe, hat uns durch die Pandemie geführt, und die Akzeptanz aller, die damit gearbeitet haben, ist in Pandemiezeiten massiv gestiegen, weil alle diese Möglichkeiten der Bediensteten genutzt haben. Jetzt komme ich zur elektronischen Akte und dem elektronischen Rechtsverkehr. Für die, die nicht im Rechtsausschuss sitzen, zwei unterschiedliche Dinge. Elektronischer Rechtsverkehr war das Datum des Bundes 1.1.2022, das einzuführen. Das haben wir schon ewig, Jahrzehnte vorher schon fast. Seit mindestens 2007 haben wir schon den elektronischen Rechtsverkehr, der funktioniert. Und dann gibt es ein zweites Datum. 1.1.2026, Herr Heinz und Frau Förster-Heldmann haben es gesagt, ist festgelegt worden im Gesetz, dass es nicht parallel geht. Also bis dahin die elektronische Akte. Wir sind auf einem guten Weg, und ich prognostiziere, dass wir alle daran arbeiten, diesen Termin zu halten. Der Bundesgesetzgeber hatte das entschieden. So, und jetzt will ich hinzufügen vier Punkte, die mir wichtig sind. Erstens. Kein Bundesland ist in der Lage, diese Aufgabe im Alleingang zu bewältigen. Das haben viele Redner hier völlig weggelassen. Sondern wir müssen in Entwicklungsverbünden arbeiten. Und dieser Verbünde, Herr Kollege Rudolph, Sie haben das ja vorhin diskutiert, und jetzt hören Sie nicht zu, finde ich auch eine abenteuerliche Geschichte, gibt es drei Verbünde im Bund. Und wir gehören zu einem, der genannt worden ist. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt. Kein Bundesland hat bis dato eine vollständige elektronische Aktenführung umgestellt. Keins. Weder Nordrhein-Westfalen noch Bayern noch sonst jemand, weil diese beiden Termine auseinanderführen. Dritter Punkt. Kein Bundesland kann ohne Ausdrucken von Papier auskommen. Zu behaupten, Frau Schardt-Sauer, das wäre nur bei uns so, ist eine echte Unverschämtheit und entspricht auch nicht den Tatsachen. Und der vierte Punkt. Kein Bundesland basiert noch und rechnet noch mit der Kostenschätzung, die es mal zu Beginn
nach 2013 gegeben hat. Das war nämlich eine Schätzung des Bundes, die beauftragt worden ist. Und alle Länderverbunde haben sich zusammengeschlossen und haben diese Kostenpläne angepasst, sodass, vierter Punkt, die Grundlage der Kostenschätzung von Anbeginn in keinem Bundesland mehr Grundlage der Umsetzung der elektronischen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs ist. Also, das musste dargestellt werden. Jetzt komme ich zum Thema Stabsstelle. Frau Schardt-Sauer, Sie haben gesagt, Sie fordern eine Stabsstelle. Weder die Fachabteilung noch ich halten diese für erforderlich. Und ich sage Ihnen jetzt auch mal, warum. Wir sind gut aufgestellt in diesem Bereich, weil nämlich mein Vorgänger Dr. H.C., hören Sie gut zu, Jörg-Uwe Hahn, diese Struktur aufgestellt hat. Und die hat sich bewährt. Und diese Struktur, ich würde erst mal zuhören, ehe ich wieder was sage, und diese Struktur hat sich so bewährt, dass am Ende diese Struktur auch heute noch hält. Und deswegen ist die Stabsstelle obsolet. Wir haben eine IT-Stelle in Bad Vilbel mit vielen Bediensteten. Wir haben ein Ministerium, in dem eine ganze Abteilung federführend mit der digitalen Ausarbeitung beschäftigt ist. Das ist die Abteilung 1. Und wir haben eine Fachaufsicht. Also, Frau Schardt-Sauer, wenn Sie ernsthaft fordern, eine Stabsstelle einzuführen, dann kann ich nur sagen, ist das, was die FDP mal eingeführt hat, ad absurdum geführt. Aber wir haben ja gestern auch gehört, es gibt Dinge, bei denen die FDP eine 180-Grad-Drehung hinlegt. Ich jedenfalls bleibe bei der Struktur, die der Jörg-Uwe Hahn damals aufgestellt hat, Herr Dr. Hahn. Und dann will ich hinzufügen, dass das E-Justice-Programm von der IT-Stelle mit hohem Personaleinsatz betreut wird. 66 Stellen in der IT-Stelle für das E-Justice-Programm, 21 Stellen seit dem Haushaltsjahr 2022 für die Rollout-Teams und 3 neue Richterstellen. Und wir haben am Ende auch Personengruppen, die in der Praxis mitarbeiten. Die Praxisbeteiligung in diesem Programm ist von ganz besonderer Bedeutung. Und deswegen sind auch im Justizministerium 13 Personen eingebunden. Und bei jedem Pilotierungsprojekt wird die Akte auf Alltagsbedingungen auf Herz und Nieren geprüft. Nächster Punkt. Sie fordern ein professionelles Projektmanagement. Haben wir. Habe ich auch im Ausschuss übrigens erklärt, alles dokumentiert. Auch Herr Dr. Wilken. Ich sage Ihnen auch gleich, was wir da genau haben. Entstanden ist ein solches Projekt und eine Controlling-Funktion durch eine dienststellenübergreifende Arbeitsgruppe, die eingesetzt worden ist. Und unter Beteiligung eines externen Beraters wurde das am Ende angegangen. Und ich habe den Abgeordneten sogar in der letzten Sitzung den Bericht übersandt von CGI, dem Unternehmen, das wir beauftragt haben, die in dem Projektmanagement konkrete Vorschläge gemacht haben. Und diese Vorschläge werden umgesetzt. Und, Frau Förster-Heldmann, Sie haben es auch schon erwähnt, ich will es aber auch noch einmal sagen, zuvor hatte nämlich der Hessische Rechnungshof eine Beratungsbitte wegen Kapazitätsengpässen abgelehnt. Die Arbeitsgruppe hatte Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Die haben wir aufgegriffen und zur Umsetzung beauftragt. Und dann hat das Gutachten von CGI auch eine Grundlage geboten, vom Rechnungshof dort diese Grundlagen mit aufzunehmen. Ich will noch etwas sagen zu den Verbünden und den Fachverfahren, über die geredet worden ist. Und bei den Fachverfahren sind wir in dem E2-Verbund. Und im E2-Verbund sind mehrere Länder. Und alle Länder, die da drin sind, haben sich entschieden, den E2-Verbund weiterzuführen, weil die Umstrukturierung kompliziert gewesen wäre. Und diese Entscheidung ist schon vor einiger Zeit getroffen worden. Die einzigen, die nicht im E2-Verbund von Anfang an waren, waren Nordrhein-Westfalen. Und deswegen haben sich alle Länder im E2-Verbund entschieden, den Weg, den Nordrhein-Westfalen gegangen ist, nicht zu gehen. Und jetzt muss man wissen, dass für die E-Akte federführend Nordrhein-Westfalen verantwortlich zeichnet, für die Textverarbeitung Niedersachsen und für den Eingang des Rechtsverkehrs des Postfaches Hessen. Wir haben, weil das ein Bereich war, den jeder sich aussuchen konnte, geliefert. Alle anderen haben auch geliefert. Und jetzt fehlen aber die letzten Lieferungen für alle.
Und deswegen ist bei der elektronischen Akte kein Land in der Lage, das im Moment im E2-Verbund komplett umzustellen. Und deswegen geht es darum, auf die Lieferungen zu achten. Das wollte ich wenigstens noch einmal erwähnt haben. Zum Schluss will ich Ihnen sagen, die hessische Justiz ist bereits heute in vielen Bereichen digital. Die E-Akte ist der nächste große Schritt. Hierzu haben wir alle Fristen erfüllt, und wir gehen diesen Weg konsequent weiter. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Köhne-Hörmann. Zu einer zweiten Runde hat sich gemeldet der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Kollege Günther Rudolph. Herr Präsident, ich bedanke mich für die freundlichen Zwischenrufe der Respektspartei Die Grünen, die ja die Moralinsäure vor sich hertragen. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist nämlich Ihr Niveau, was Sie haben. Frau Förster-Heldmann will ja nur angenehme Reden hören. Den Gefallen tue ich Ihnen natürlich zweimal nicht an der Stelle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen Sie, in der Debatte, Herr Kollege Heinz, ich gebe Ihnen an einer Stelle recht, und wir kennen uns lange genug, ich schätze Sie durchaus, dass die Einführung der E-Akte schwierig ist. Das ganze Leben ist bekanntermaßen schwierig, aber dass das schwierig ist und ein langes Verfahren geschenkt. Aber wenn am Schluss in 2026, was übrigens von Fachleuten aus der Justiz durchaus bestritten wird, dass das funktioniert, wenn dann das Jahr 2026 eingehalten wird, haben wir 13 Jahre gebraucht, um das umzusetzen. Das ist im IT-Bereich sind das Lichtjahre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kein Ruhmesblatt, es ist eine einzige Blamage, um das mal klar und deutlich auf den Punkt zu bringen. Und Frau Ministerin Köhne-Hörmann, wer trägt eigentlich die politische Verantwortung für dieses Projekt? Es ist der Hausmeister in Ihrem Haus, Justizministerium, es ist der Hausmeister am Oberlandesgericht, oder ist es nicht vielmehr die Justizministerin und Ihr Staatssekretär? Das nennt man nämlich parlamentarische Verantwortung. Sie sind die Ressortchefin. Und wenn Sie sich den Bericht des Rechnungshofes dazu einmal anschauen, der Rechnungshof hat Sie doch erst auf die Schwachstellen hingewiesen. Und hier geht es um ein IT-Projekt. Wir könnten jetzt noch eine Randfrage stellen, was macht eigentlich die Abteilung IT in der Staatskanzlei? Also bei wichtigen IT-Projekten, also Dorflinden sind ja sicherlich wichtig und 500-Euro-Schecks zu überreichen. Aber was ist mit den IT-Projekten? Haben Sie das, Frau Digitalministerin, eigentlich begleitet? Was war Ihr Beitrag? Außer, dass da 5 Millionen kamen, so habe ich es vorhin mitgekriegt. Das ist noch mal eine andere Baustelle. Wir werden uns übrigens kritisch mal alle IT-Projekte dieser Landesregierung anschauen. Ich wüsste nicht, dass da so viel funktioniert und erfolgreich ist. Aber das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Meine Damen und Herren, wer hat eigentlich die Kostensteigerung, ich habe ja heute wieder was gelernt, Grobschätzung, 37 Millionen auf jetzt 235 Millionen, das sind über 500%, das ist eine Verschleuderung von Steuergeldern. Das ist eine Verschleuderung von Steuergeldern. Wer trägt eigentlich da die politische Verantwortung? Wahrscheinlich, ich habe vorhin überlegt, also gut, Kollege Hahn ist schuld. Okay, kann man über das eine oder andere der Vergangenheit reden. Bin ich okay? Einverstanden? Einverstanden. Aber bei dem Projekt, ich habe schon überlegt, Dr. Herbert Günther, ein geschätzter Sozialdemokrat, war in den 90ern auch mal Justizminister und 80ern. Vielleicht war der noch irgendwie beteiligt. Kann ja sein. Es war nur immer nie Frau Kühne-Hörmann. Und die Probleme in der Justiz, auch ein netter Versuch der Grünen, ja, wir reden über die E-Akte, alles andere spielt keine Rolle. Es fehlen 200 Stellen bei Richtern und Staatsanwälten. Die Arbeitsbelastung ist enorm, und Sie konnten sich offensichtlich nicht durchsetzen in den Koalitionsverhandlungen. Die lange Verfahrensdauer wird kritisiert. All das sind der Mängel. Wir haben einen korrupten Oberstaatsanwalt, möglicherweise weitere, die Vertrauen in die Justiz erschüttern. Das hat ja mit der Justizministerin, Frau Kühne-Hörmann, wahrscheinlich nichts zu tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer das Ressort so führt wie Frau Kühne-Hörmann, der sollte hier mehr Demut haben und nicht die Opposition beschimpfen, wie Sie es eben getan haben. Kein Wort, dass da Versäumnisse passiert sind. Projektmanagement, das, was mitteleuropäischer Standard ist bei wichtigen Projekten, kannten Sie anscheinend gar nicht. Was hat Ihr Staatssekretär denn gemacht? Ich will ja nicht alle Verantwortung bei Ihnen loswerden. Der größere, den politischen tragen Sie am Schluss sowieso. Aber Ihr Staatssekretär ist eigentlich klassischerweise derjenige, der sowas leiten und organisieren muss.
Was haben Sie in all den Jahren gemacht, auch von 2017, wo der Rechnungshof gesagt hat, da stimmt irgendwas nicht? Nada, nichts ist da passiert. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das ein einziges Desaster. Das muss man sich mal vorstellen. Behörden, Rechtsanwälte müssen das elektronisch einreichen. Und mir tun ja die Bäume auch leid, die dann jetzt daran glauben müssen. Und die Holzpreise sind ja auch gestiegen. Also das ist ja alles schon wirklich nicht mehr nachzuvollziehen im Jahre des 2022. Digitalisierung in Hessen. Wir haben ja noch ein paar andere nette Beispiele. Und deswegen, die politische Verantwortung liegt natürlich bei der Ministerin. Und hier wird ja nichts zugegeben. Also bevor Sie, CDU oder Grüne, mal einen Fehler zugeben, wird ein Metzgermeister Vegetarier, bevor das mal erreicht wird, meine sehr verehrten Damen und Herren, also, bevor Sie irgendeinen Fehler mal zugeben. Und dann will ich am Schluss eins sagen. Ich bin bereit, von diesem Pult hier heute eine Wette abzulegen. Das war die letzte Rede der Justizministerin. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Günther Rudolph. Nächster Redner ist der Abgeordnete Heinz, Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kollege Rudolph, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Ich kenne auch Ihr, sagen wir mal, wie soll man es neutral ausdrücken, Ihr ambivalentes Verhältnis zu allen Juristen in diesem Land, insbesondere in diesem Landtag. Und ich glaube, zu Medizinern haben Sie ein ähnlich gutes Verhältnis, aber... Nein, nein, das geht. Das halten wir wechselseitig aus. Dafür kennen wir uns jetzt lange genug in verschiedenen Aufgaben. Aber ich hatte jetzt eben auch so ein bisschen Déjà-vu auch zu anderen rechtspolitischen Debatten. Das geht immer nach der gleichen Choreografie. Erst kommen Herr Kummer und Frau Schardt-Sauer, versuchen irgendwie den großen Punkt zu setzen. Dann läuft es nicht so richtig. Und am Schluss kommt dann der Fraktionsvorsitzende. Dann kommt der. Ja, weil gut, es ist ja jedes Mal so. Und dann am Ende muss. Dann am Ende der Debatte, das hatten wir jetzt, glaube ich, dreimal schon, diese Choreografie, am Ende wird dann der Fraktionsvorsitzende... Kollege Heinz, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Rock. Führen. Dann am Ende wird dann der Fraktionsvorsitzende und skandalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion noch einmal rausgeschickt und versucht, noch so ein paar Dinge durcheinander zu mengen. Also ich weise, will nur, kann ich auf alle Punkte eingehen, aber ich will... vielleicht zwei, drei Dinge doch noch mal abräumen, damit die nicht unwidersprochen hier stehen bleiben. Sie haben dann eben gesagt, Ihre Erklärung ist, Jörg-Uwe Hahn war schuld. Das ist Quatsch. Wenn Sie es nachlesen im Protokoll eines Tages, die Ministerin hat ihn ausdrücklich gelobt, hat sich bedankt für die gute Vorarbeit bis ins Jahr 2013 hinweg. Und ich habe ganz neutral nur gesagt, dass es in diesem großen Projekt nicht um Parteilinien geht. Das sieht man schon an dem Länderverbund. Da regieren irgendwie so alle mit allem. Also wir regieren nicht mit allen. Wir haben Abgrenzungslinien nach links und rechts außen. Aber ansonsten regieren dort so ziemlich alle mit allen in den Ländern, die beteiligt sind. Und auch in Hessen waren schon unterschiedliche Konstellationen, genau wie im Bund, beteiligt. Ich habe das ganz neutral nur gesagt. Und diesen Vorwurf, dass da irgendjemand schuld ist, habe ich zurückgewiesen, ausdrücklich. Und ich glaube, die Justizministerin hat es auch noch mal bekräftigt. Also das möchte ich hier nicht stehen lassen, insbesondere weil ich Jörg-Uwe Hahn seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr schätze und auch noch 3,5 Jahre ihn auch als Abgeordneter erleben durfte, als er selbst Justizminister war im Rechtsausschuss. Das soll ja auf gar keinen Fall so stehen bleiben. Und nachdem wir dann so vom Allgemeinen dann eben etwas konkreter wurden und diese Punkte dann versucht haben, etwas herauszuarbeiten, dann hinterher noch mal vor allem alles dann zusammenzuschmeißen und versuchen, so stehen zu lassen, dass da alles kreuz und quer durcheinander läuft und dann mit diesem Schlusspunkt, das will ich so nicht stehen lassen, das ist ein schwieriges Projekt, das wird auch gelingen zum 01.01.2026. Wir hätten uns das schneller alle gewünscht, aber wir stehen als Hessen nicht ganz alleine. Sie werden kein Land in Deutschland finden, wo das so läuft, wie man sich es im Jahr 2013 mal vorgestellt hat. Jetzt gilt alle Kraft, die nächsten 3 Jahre das umzusetzen. Und bevor ich mich beim Präsidenten bedanke und vom Pult verabschiede, kommt die Frage vom Kollegen Rock. Ich wollte schon fragen, ob Sie noch miteinander sprechen wollen, aber es ist jetzt soweit. Herr Kollege Rock, bitte schön. Ja, erstmal, lieber Herr Heinz, erstmal vielen Dank, dass mir hier auch mal eine Frage stellen darf. Das ist wunderbar. Herr Heinz, Sie haben ausgeführt für die Redner der Opposition, es würde hier nicht so laufen. Würden Sie mir zustimmen, dass das Einzige, was hier in Hessen nicht läuft, die E-Akte ist, Herr Heinz? Applaus
Auch das ist in dieser Allgemeinheit falsch. Im Bundesgesetz steht das Ziel, die E-Akte soll zum 01.01.2026 kommen. Die wird kommen. Der Weg dahin ist schwierig. Das habe ich auch, glaube ich, in der ersten Runde schon gesagt. Das hat die Ministerin gesagt. Das hat Frau Förster-Heldmann bekommen und von den beiden wortgewaltigsten Rednern aus SPD und Freien Demokraten kam so eine Generalabrechnung mit der Justizpolitik in Hessen über die letzten 15 oder 20 Jahre. Und ich wollte halt von diesem Abstrakten von Ihnen im Allgemeinen zum Konkreten zurückkommen. Und wenn wir mal kommen sind, auch die E-Akte wird in Hessen kommen, und zwar spätestens zum 01.01.2026. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Heinz. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache zu Top 47 und 72. Und der von mir hochgeschätzte Kollege Bellino hat mir mitgeteilt, dass der dringliche Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen soll in den Ausschuss. Ja, alles klar, dann machen wir das später so. Oder na, das beschließen wir jetzt so.